Nachdem wir letztens den schlechtesten Tausch in jedem Pokémon-Spiel haben, gibt es heute den besten Tausch in jedem Pokémon-Spiel. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ich würde mich auch gerne freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, deswegen alle, die das jetzt gerade schauen und noch kein Abonnent sind, abonniert mal. Ich würde zu gerne wissen, wie viele Leute da am Ende tatsächlich zusammenkommen und die Videos gucken, ohne dass Abonnenten sind. Deswegen lasst jetzt gerne ein Abo da. Ich will das wirklich mal wissen. Wir können an sich sonst direkt anfangen. Es gibt nur eine Sache. Es geht hier nicht immer unbedingt darum, welches Pokémon eventuell das stärkste davon ist, welches man bekommt, sondern einfach, welches zu diesem Zeitpunkt im Spiel eventuell am besten geeignet ist, was man sich holen kann. Und danach geht das quasi ein bisschen. Es geht nicht nach reiner Stärke. Wir können anfangen mit Rot und Blau. Und in Rot und Blau habe ich mich so ein bisschen, ja, musste mich so ein bisschen schwer tun, denn es gab zwei potenzielle Tauschs, die da in Frage kommen. Und zwar einmal Quapuzzi gegen Rosanna und einmal Abra gegen Pantimos. Ich habe mich jetzt am Ende für Abra gegen Pantimos entschieden, denn an Quapuzzi kommt man tatsächlich erst dran, wenn man eine Profi-Angel hat. Und die gibt es halt quasi erst dann, wenn man schon 4 Orden hat. So, das heißt, man muss quasi irgendwie am Relaxo vorbeikommen. Das heißt, man braucht die Pokeflöte, das heißt, man braucht nicht zwangsweise 4 Orden. So, aber man muss an der Lavandia kommen. Und ein Abra kann man halt über Azuria fangen und dann kann man halt quasi, sobald man den Zerschneider braucht man noch nicht mal. Das heißt, man kann mit einem Orden, kann man ein Pantimos bekommen und Psycho in der ersten Generation ist halt einfach overpowered. Deswegen ist Rosanna tatsächlich auch ein sehr, sehr starkes Pokémon in der Generation. Allerdings einfach, weil man dieses Pokémon Pantimos schon so früh bekommen kann, habe ich mich jetzt für Abra gegen Pantimos entschieden, denn I mean, come on, it's basically free. Ihr müsst einfach nur schaffen, Abra zu fangen. Das geht tatsächlich doch relativ fix, muss ich sagen. Und dann einmal durch den Diktatunnel durch und dann könnt ihr es auf Route 2 da tauschen. Deswegen Abra gegen Pantimos in Gen 1, aber come on, Psycho-Pokémon Gen 1 waren aber echt unfair. Pokémon Gelb können wir relativ kurz machen tatsächlich. Es ist exakt dasselbe Trade, nur dass man diesmal ein Pipi hergibt anstatt ein Abra. Was das Ganze sogar noch einfacher macht, weil ja, Pipi ist schwieriger zu finden, aber kann halt nicht wegteleporten, dementsprechend ist es einfacher. Es ist immer noch Gen 1, immer noch Psycho-Pokémon. Gelb hat jetzt natürlich auch noch gerade auf der Zinnoberinsel ein paar andere Trades, die sind aber doch relativ spät. Und Pantimos ist immer noch in der Generation starkes Pokémon und Pipi einfach gegen Pantimos einfach fertig. Gold, Silber und wir können Kristall wieder dazu nehmen. Hat ein paar interessante Trades und wenn es jetzt nicht unbedingt zu spät im Spiel wäre, hätte ich tatsächlich den Trade von Chanera gegen Aerodactyl genommen, weil Aerodactyl ist ein echt starkes Pokémon. Wir nehmen tatsächlich Traumato gegen Macholo. Es ist in Dukatia City nach dem zweiten Orden und dieses Macholo kann den Kampf potenziell gegen Bianca und ihr Miltank sehr einfach machen. Das heißt sehr einfach, es ist immer noch schwer, aber wesentlich einfacher. Und klar, man kann das Macholo dann leider nicht zu einem Machomel machen. Man kann es mit Mashok machen, aber man kann es halt nicht weiter traden. Aber der gute Herakles, so heißt das Ding nämlich, ist einfach ein super guter Trade in der Generation. Onix tatsächlich in Viola City ist auch ein relativ guter Trade. Allerdings muss ich sagen, bringt dir das eventuell halt nur was prinzipiell so gegen die ersten zwei Orden. Mashok wiederum, finde ich, bringt dir halt auch noch was gegen den Stahlorden. Es bringt dir vor allem was gegen Bianca. Es bringt dir später auch noch ein bisschen was gegen Norbert mit seinen Eis-Pokémon. Dementsprechend habe ich hier Traumato gegen Macholo in Dukatia City genommen. Rubin, Saphir und legit, Gott sind die Trades in diesem Spiel scheiße. Also ich habe mich jetzt am Ende entschieden für Bummels gegen Makuhita in Metaross. Es ist jetzt nicht unbedingt der beste Trade, aber ich nehme hier nicht Pikachu gegen Eneko oder Bluebella gegen Corazon, was wahrscheinlich noch der bessere Trade wäre, aber dadurch, dass man halt, um Bluebella zu kriegen, erstmal einen Duflo haben muss und dem Sonnenstein geben muss, das ist voll den Aufwand nicht wert. Einfach nur für am Ende ein Corazon. Deswegen habe ich jetzt einfach Bummels gegen Makuhita genommen. So, es ist in Metaross City. Man kann es direkt eventuell gegen Felicia benutzen, was eine Möglichkeit ist. Kampf-Pokémon, come on, da kommen später noch einige Orden. Gerade wenn man gegen den Vater antritt, gegen Norman, dann ist ein Kampf-Pokémon auch nicht. Hariyama ist nicht bad. Deswegen kommen, nehmen wir Bummels gegen Makuhita in Metaross City. Smaragd ist dann nochmal eine Nummer anders, weil die Trades sind teils noch beschissener, legit. Ich habe jetzt am Ende genommen Trassler gegen Samurzel in Metaross City, weil der Sepa-Trade ist halt Kacke, das habe ich glaube ich im letzten Video schon gezeigt. Und ein Plusel oder ein Mauzi sind dann halt auch nicht unbedingt geil. Dementsprechend Trassler gegen Samurz, weil daraus wird immer noch ein Tengulist und. Yo. Sorry, Smaragd. Gott, warum sind die Trades in Smaragd so scheiße? Feuerrotblattgrün können wir relativ easy abhaken. Tatsächlich habe ich mir überlegt, ob man eventuell die Nidoran-Trades noch mit reinpackt, weil am Ende Nidoqueen oder Nidoking zu haben, was halt spezielle Erfahrungspunkte bekommt, ist auch ganz nice. Allerdings geht es halt wieder an Abra gegen Pantimos. Es sind immer noch Psycho-Pokémon, die sind auch
in den Remakes immer noch sehr, sehr stark. Pantimos ist dementsprechend auch immer noch ein gutes Pokémon. Es ist halt wieder der Trade. Es tut mir leid, dass es ein bisschen repetitiv wird, aber es ist halt einfach der beste Trade. Vor allem, weil er immer noch so früh möglich ist. Diamant per Platin und ja, ich werde hier jetzt nicht den Alpollo-Trade nehmen, weil an sich ist ja Alpollo noch nicht mal ein schlechtes Pokémon. Und lustigerweise nehme ich einen Tausch, der ein bisschen ähnlich rankommt. Und zwar in Erzählingen kann man Macholo gegen Abra tauschen. Und das wird dann zu einem Kadabra. Und Kadabra ist an sich schon ein echt starkes Pokémon. Man kann nichts gegen Kadabra sagen. Das Ding muss sich nicht mal zwangsweise zu einem Simsala entwickeln. Das ist trotzdem stark und kann trotzdem was machen. Der Alpollo, ich bin zu sehr triggert, um das hier irgendwie reinzunehmen, weil Alpollo ist halt auch kein schlechtes Pokémon, aber Kadabra ist halt auch besser. Ich werde hier nicht Finneon gegen Karpador und auch nicht Barmeline gegen Plaudergeil mitnehmen, da weil ich mag Plaudergeil, ich liebe das Ding. Ich finde aber trotzdem, Kadabra ist einfach das stärkere Pokémon. Deswegen Macholo gegen Kadabra, vor allem, weil es halt auch wieder so früh möglich ist, potenziell. Hardcore Soul Silver können wir auch wieder straight easy kurz abhaken. Es ist wieder Traumato gegen Macholo in Dukatia City. Gleiches Prinzip, wir sind jetzt zwar in der vierten Generation, dementsprechend in den Remakes, aber es ist halt nach wie vor immer noch der beste Trade. Das können wir, glaube ich, relativ kurz abhaken. Kommen wir als nächstes zu Schwarz-Weiß. Und tatsächlich hat Schwarz-Weiß nicht so nice Trades. Die nicen kommen tatsächlich erst mit Schwarz-Weiß 2. Ich habe mir überlegt, ob ich den Trade Ditto gegen Rotom nehme, weil das halt echt ein sehr, sehr guter Trade. Das Ding ist nur, der ist Postgame. Und dementsprechend kann man nicht mehr unbedingt so viel tatsächlich damit in der Story machen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass man Pikachu gegen das jeweilige Barschuft halt rot oder blau, was auch immer man da halt für eine Edition gerade hat, in Marea City traden kann. Das Ding ist nämlich, Barschuft hat da eventuell schon Anpassungen. Es ist ein Wasser-Pokémon und das ist tatsächlich die Arena mit dem Boden-Arena-Leiter. Also kann Barschuft dementsprechend tatsächlich was machen. Mit Anpassungen ist das Ding gar nicht mal so bad. Und vor allem der Preis ist einfach nur ein Pikachu. Das ist halt nix. Das ist ein Pokéball. Ihr zahlt basically 200 für diesen Fisch. Ist wiederum teurer Fisch vielleicht. Aber trotzdem ist einfach ein sehr, sehr guter Trade. Weil wie gesagt, sonst, wenn Ditto gegen Rotom früher da wäre, hätte ich das genommen. Wobei es auch nicht so unbedingt Sinn ergeben hätte, weil Schwarz-Weiß hatte noch nur die neuen Pokémon und dementsprechend konnte man noch nicht unbedingt Ditto kriegen. Aber trotzdem, come on, Pikachu gegen ein jeweiliges Barschuft. Gott im Himmel hat Schwarz-Weiß zwei geile Trades. Ich meine, Hippoterus gegen Simsala, Stalobor gegen Ambidiffel, Mantax gegen Tangolos. Das sind halt echt strong Trades. Ich habe mich jetzt allerdings für Emolga gegen Brokkolos auf Route 7 entschieden. Es ist wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Trades. Man macht ja quasi auf derselben Route den Trade von einem Selimantur gegen einen Emolga in Schwarz-Weiß. Und kriegt dann jetzt quasi für ein Emolga einfach das Brokkolos quasi. So quasi fast euer eigenes altes Brokkolos wieder. Und come on, es ist immer geil, wenn man eine Trade-Entwicklung tatsächlich in-game bekommen kann. Brokkolos ist sehr, sehr stark. Ich liebe Brokkolos auch vom Design her. Und die anderen Trades kommen dann noch ein bisschen später. Das ist doch noch relativ früh tatsächlich mit dem Trade. Ey, come on, ich muss hier Emolga gegen Brokkolos nehmen. Kommen wir als nächstes zu X und Y und ich muss euch diese Trade-Liste einfach nur zeigen und ihr wisst instant, was ich meine. Natürlich nehmen wir Libiscus gegen Stalos und Reliviera City. Das ist die zweite Arena-Stadt und ihr könnt hier ein Libiscus gegen ein Stalos tauschen. Ich wiederhole das einfach nochmal ganz kurz. Ein Libiscus gegen ein Stalos. Ganz mal zurückgeblieben, wer das nicht gemacht hat. Oras geht auch wieder relativ schnell. Es ist wieder Bummels gegen Makuhita, weil die Trades leider in den Remakes immer noch ziemlich beschissen sind. Sorry. Ey, come on. Gen 3. Viele mögen euch, aber eure Trades waren echt Bullshit. Kommen wir zu Sonne und Mond und Gott im Himmel. Jetzt werden die Trades echt schwierig, denn eigentlich hätte ich hier super gerne das Costoso gegen Fiaro genommen. Allerdings ist das super spät und dementsprechend kann man das auch nicht mehr wirklich großartig für die Story nutzen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich Zubat gegen Quapuzzi zu nehmen. Denn erstens kriegt man da quasi einen Aquiumsi und das ist schon ganz nett. Zubat gibt es halt basically überall. Und einen Quapuzzi zu kriegen, was man dann halt eventuell mit dem Kingstein vielleicht zu Quaxo macht oder mit dem Wasserstein zu Quapo, why not? Die anderen Trades zu dem Zeitpunkt sind halt alle Trash und ich fand Quapuzzi war dann noch der Beste, deswegen habe ich den mal noch genommen. I'm sorry. Ich hätte gern das Fiaro genommen, aber das ist so spät, das ist halt nicht mehr unbedingt der beste Trade. Ultrasonne, Ultramond, das können wir wieder relativ easy abhaken, denn ich zeige euch wieder einfach die Liste. Und natürlich wird das Habitat gegen Restadero sein. Es ist auf Route 2. Es ist der Anfang des Spiels und ihr könnt ein Restadero bekommen. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das ist wahrscheinlich neben Libiscus gegen Stalos der beste Trade, den man überhaupt machen kann. Kommen wir zu Let's Go und im alten Video habe ich beide getrennt. Hier können wir beide tatsächlich zusammennehmen. Eigentlich sind alle Alola-Formen jetzt nicht unbedingt so krass und war ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden, dass ich in Fuchsania City Knogger gegen Alola-Knogger nehme. Alola-Knogger ist noch eins der stärkeren Alola-Pokémon tatsächlich, die man da bekommen kann.
Radfratz, Mauzi oder sowas ist jetzt nicht alles unbedingt stark. Auch, ja, Alola Kokowai bei der Liga dann. Man könnte eventuell noch argumentieren, vielleicht für, wenn man es wieder trennen möchte, das Vulnona und das Andama. Aber das Ding ist, ich finde persönlich einfach Knogger besser. Deswegen habe ich jetzt Knogger gegen Alola Knogger genommen. Wenn ihr da nicht zustimmt, schreibt gerne einen Kommentar. Lasst uns darüber gerne ein bisschen diskutieren. Kommen wir zu Schild und Schwert und diese Trades. Boah, die sind ausnahmslos fast alle entweder kacke oder zu spät. Ich habe mich jetzt am Ende tatsächlich für Toxel gegen Togepi entschieden. Klar müsst ihr da potenziell euer Toxel hergeben und das ist ein bisschen doof. Das heißt, ihr müsst entweder euer Toxel entwickeln und dann nochmal ein Ei draus machen und das wieder tauschen. Aber das Ding ist tatsächlich, Togekiss ist so das Beste, was ihr eigentlich rauskriegen könnt, wenn ihr das dann durchentwickelt, dieses Togepi. Und Baby gegen Baby, I mean, kann man machen. Togekiss ist halt echt ein starkes Pokémon an sich. Und die anderen Trades sind halt wirklich einfach kacke. Also, eventuell ist Motineva gegen Duraludon halt noch ganz geil, aber das ist halt in Score City. Das ist basically, wenn das Spiel fast vorbei ist. Und ja, dann die ganzen Trades auf den Inseln könnte man mit reinnehmen. Aber meh, deswegen habe ich mich hier einfach für Toxel gegen Togepi entschieden. Auch da bin ich super gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der mir da nicht zustimmt. Damit sind wir am Ende von dem Video. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Ich will wirklich mal wissen, wie viele Abos da heute tatsächlich zusammenkommen. Lasst auch gerne eine positive Bewertung da, das würde mich halt auch sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch, kommt das Video. Wir nähern uns nämlich langsam den neuen, ja, Upload-Plan an. Mehr dazu gibt es am Freitag, denn am Freitag kommt nochmal das 2022-Video, was euch dieses Jahr alles erwarten wird. Könnt ihr auch gerne reingucken. Sonntag gibt es dann die vorerst letzte Folge quasi von den kurz bewertet Videos. Von dem her wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.